Waffen. Ein Stoffstück von Rahel Wolkensinger und Andrea Kilian für Auge, Ohr und Haut. Werkstattgespräche. Ein Podcast der Theaterwerkstatt Gleis 5. Das, was uns berauscht hat an den Stoffen, vorher ist es ein rechteckiges Stück, glatt meinetwegen, aber einfach rechteckig, ist eine Form. Und dann bringst du das in Bewegung und dann sind es organische Figuren. Dann sind es Wellen und Blitze und Strudel und Kreise und sogar Stoffwesen, also Figuren. Und dann lässt du diesen Stoff wieder auf den Boden fallen und er ist wieder rechteckig. Und das ist so diese Idee von Flüchtigkeit oder Vergänglichkeit, die in diesem Material steckt, was uns total fasziniert hat. Andrea Kilian ist ein vertrauter Gast in der Theaterwerkstatt Gleis 5. Nach den Inszenierungen Flow und Klang ist Stoffen nun das dritte Stück, das unsere Puppenspielerin Rahel Wolkensinger gemeinsam mit der auf Kindertheater spezialisierten Regisseurin produziert. Mit Stoffen vollenden die beiden auch ihre Trilogie für unsere allerjüngsten Theaterbesucher, für Menschen ab 2. Das Besondere an den Stücken von Rahel und Andrea, sie kommen ganz ohne Worte aus. Die beiden Theatermacherinnen nutzen stattdessen andere Mittel. Sie rücken Materialien und Objekte ins Zentrum. Sie setzen den menschlichen Körper in Bewegung. Und sie arbeiten mit Geräuschen, Klang und Musik. Flow war das erste. Da ging es um das Material Mehl. Das war der Ausgangspunkt. Und da haben wir dann vom Korn übers Mehl über den Teig zum Brot. Also es war wie eine ganze Geschichte. Dabei sowohl das Ohr als auch das Auge mitzunehmen und bei Flow sogar die Nase, sei grundsätzlich Anliegen in allen ihren Stücken, betont Andrea Kilian. In Klang war es auch, der Ausgangspunkt war das Ohr, aber es war visuell bestechend, auch mit den Materialien zu spielen. Also da ist Laub geflogen, da sind goldene Weidenstöcke, haben schöne Formationen gemacht, während sie geklungen haben. Und dieses Stück hier bei Stoffen hat tatsächlich nochmal eine Komponente mehr, die uns wichtig ist, weswegen der Untertitel eben auch heißt Für Auge, Ohr und Haut, weil ja eben das Sensorische sozusagen, das Haptische, das Weiche, das Gefühl, sich über die Haut auch einem Stoff zu nähern, ist halt in diesem Stück kommt einfach dazu. Stoffe sind ein vertrautes Alltagsmaterial. Sie bedecken, verstecken und kleiden uns, bieten Wärme, Schutz, Geborgenheit. Wie aber macht man Stoffe lebendig? Wie zeigt man auf der Bühne, was alles in ihnen steckt? Und woher weiß man das eigentlich? Also man kommt nicht über ein Denken an dieses Material. Man muss es wirklich austesten und ausprobieren. Sagt Rahel Wolkensinger. Beim Materialtheater müsse man zunächst einmal herausfinden, ob das gewünschte Material überhaupt bühnentauglich sei. Also tauchten die beiden im Mai dieses Jahres ab und experimentierten mit Stoffen jedweder Größe, Textur und Farbe. Völlig wertfrei und offen. Wie bewegen die sich? Was tun die? Wie klingen die? Wie fallen die? Wie hört sich das dabei an? Wie bewegen sie sich durch die Luft? Wie hört sich das dabei an? Also jede Bewegung macht einen anderen Klang. Jeder Stoff macht einen anderen Klang. Jeder Stoff fließt, fällt anders. Und das liegt natürlich an der Textur, an der Webart. Ist es Baumwolle, ist es Polyester, ist es Seide? Hat es einen Glanz, hat es keinen Glanz? Und weil jedes Bühnenstück schlussendlich nach Varianz verlangt und einem aufregenden Rhythmus, haben die beiden genau danach gesucht. Nach größtmöglichen Unterschieden im Umgang mit den Stoffen. Und so stehen am Ende der ersten Recherchephase 4 Protagonisten fest. 4 Hauptdarstellerstoffe, die im Stück ihren Bühnenauftritt kriegen. Da ist ein Stoff, der ist sehr schnell. Da ist ein Stoff, der ist halt ein bisschen fester und behält die Form. Da ist ein Stoff, der ist
berauschend schön, weil er in Bewegung gebracht ausschaut wie flüssiges Gold. Der Goldene, der gleitet, fließt, flattert, berauscht unsere Augen und Ohren. Dagegen ist der Zweite fast lautlos. Sieht aus wie Milch, manchmal wie Softeis. Überaus schnell und akrobatisch ist er. Leicht, fast klitschig und ziemlich groß. Den anderen Stoff mag man am liebsten anfassen, auf der Haut spüren. Eine fast meditative Ruhe geht von ihm aus. Und dann ist da noch der Blaue oder Türkisene, aus dem Landschaften entstehen und Wesen, die kurzzeitig leben und wieder verschwinden. Rahel Wulkensinger belebt diese vier Stoffe, einer nach dem anderen. Mit Neugierde, aber möglichst neutraler Haltung taucht sie in die Stoffe ein, entdeckt sie sinnlich. Und während sie mit den Stoffen spielt, reagiert ihr Kollege Simon Engeli, der am Rande der Bühne sitzt, musikalisch auf ihre Bewegung. Das Besondere und was uns auch wirklich sehr viel Freude gemacht hat, ist, dass wir haben eben diese Stoffe nicht nur in Bewegung untersucht, sondern wir haben wirklich Soundrecherche betrieben. Wir haben einen ganzen Aufnahmetag gehabt oder auch Experimentetag. Mit welchen Handbewegungen kann man welche Sounds aus welchen Stoffen rausholen? Welcher Stoff ist laut, welcher ist leise? Wir geben den Klängen dann so Namen wie Wasserfall. Also wenn man jetzt einen schweren Stoff zum Beispiel mit beiden Händen nach oben hält und man lässt den auf den Boden fallen, dann macht das so ein. Und es sind halt einfach wahnsinnig schöne Klänge. Simon Engeli zupft und reißt an seinen Stoffen, zieht sie auseinander, schlägt oder betrommelt sie. Die Sounds und Klänge, die er seinem Material entlockt und live beisteuert, sind tatsächlich ausschließlich aus Stoffen gemacht. Auch wenn einige der Loops, die er untermischt, teils vorproduziert sind, im Studio des Münchner Geräuschemachers Max Bauer. Er hat das Team soundtechnisch beraten. Auch der Lichtdesigner Christian Bühlmann ist Teil des Inszenierungsensembles. Im Prinzip ist das schon unser Bühnensetting. Er will die minimalistisch gehaltene Bühne ins richtige Licht setzen. Sprich, der Tanzteppich 4x4. Das Bühnenbild, ein rechteckiger Tanzteppich. Ein Tritthocker für Rahel, Simons Live-Musikstation und die Stoffe. Sonst ist nichts zu sehen. Alles ist reduziert auf das Wesentliche. Stoff, Mensch und Klang. Ehe am 3. Dezember das rund 30-minütige Stück seine Premiere feiert, laufen die Proben hier weiter. Jetzt geht es an die dramaturgische Feinarbeit, vor allem rhythmisch. Und diese Phase ist ohne die Zusammenarbeit mit der jungen Zielgruppe undenkbar. Es ist immer wieder faszinierend, dass zum Beispiel wir teils Sensationen total schön finden und berührt sind. Und dann merkt man aber, aha, offensichtlich kommt das gar nicht an bei den Kindern. Oder die sehen das nicht oder können das nicht aufnehmen. Oder es braucht einen anderen Rhythmus oder wir müssen es nochmal anders bauen. Also den Rhythmus, die Dramaturgie, schafft man nicht ohne regelmäßigen Besuch von Kita-Kindern. Gerade erst am Vormittag war eine Gruppe Dreijähriger zu Gast, um das neue Stück Stoffen in einer ersten Fassung kennenzulernen. Für Rahel und Andrea ein ziemlich spannender Moment. Wenn die Kleinen kommen, ich bin so aufgeregt, weil die sind einfach knallhart. Also die kommen da rein in das Foyer, tapsen da rein und dann sind sie in dem Raum drin und die gucken. Es läuft einfach nicht über den Verstand. Also man kann ja nicht über irgendwie Worte, sondern man steigt dann ein in das Material und man spürt sofort, viel zu lang, langweilig, sind sie dabei, sind sie nicht dabei. Die Reaktionen ihrer kleinen Gäste haben Rahel und Andrea ganz genau beobachtet. Mit diesen Anregungen arbeiten die beiden Künstlerinnen nun weiter. Dass das junge Publikum kurz vorm Ende des Stücks zum Befühlen, zum Spielen und Ausprobieren auf die Bühne kommen darf, versteht sich von selbst. Dafür liegen zusätzliche Stoffstücke bereit. Aber egal, ob klein oder groß, kommen, schauen und lauschen Sie, was alles Zauberhafte in Stoffen steckt. Besuchen Sie uns im Dezember und lassen Sie sich berühren.
Sie hörten Werkstattgespräche, ein Podcast der Theaterwerkstatt Gleis 5. Autorin Judith Zwick. Mit Originalbeiträgen von Rahel Wolgensinger und Andrea Kilian. Aufnahmeregie und Technik Markus Keller-Frauenfeld. Eine Produktion der Theaterwerkstatt Gleis 5 2023.